Die Nachfrage an Umwelttechnologien wächst international stark. Eine Chance für kleine und mittlere Unternehmen aus Deutschland. Gleichzeitig ist der Eintritt in ausländische Märkte eine Herausforderung. Wie schafft es ein mittelständischer Betrieb, seine Innovationen erfolgreich zu exportieren? Die Exportinitiative Umwelttechnologien des Bundesumweltministeriums unterstützt Unternehmen dabei, in neuen Märkten Fuß zu fassen. Zum Beispiel über die DIHK Service GmbH, die Projektgesellschaft des Handelskammernetzes. Darüber stellt ein Betrieb Kontakt zum Netz der deutschen Auslandshandelskammern her. Diese AHKs analysieren vor Ort die konkrete Nachfrage an Umwelttechnologien. Und sie verknüpfen so kleine und mittlere Unternehmen aus Deutschland mit Entscheidungsträgern in Kommunen und der Wirtschaft in anderen Ländern. Der Effekt? Bewährte Umwelttechnologien aus Deutschland werden erfolgreich exportiert. Das ist gut für die Wirtschaft und gut für Umwelt- und Lebensbedingungen weltweit. Um eine nachhaltige Infrastruktur zu schaffen, stehen bei der Exportinitiative drei große Förderbereiche im Fokus: das Wassermanagement, die Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Mobilität. Gunda Röstl motiviert zum Beispiel Unternehmen der Wasserwirtschaft zum Schritt in neue Märkte. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, eine saubere Trinkwasserversorgung und ein gut aufbereitetes Abwasser, das ist eine Leistung, die weltweit ihresgleichen sucht. Deutsche Unternehmen der Abwasser- und Trinkwasserbranche sind bereit und in der Lage, diesen wachsenden Exportmarkt besser als bisher zu bedienen. Und dabei hilft ihnen auch die Exportinitiative der Bundesregierung. An der Seite und in Partnerschaft mit den Auslandshandelskammern wollen wir uns verstärkt im Weltmarkt beteiligen. Beispiel Kenia. Hier haben viele Teile des Landes keinen Zugang zu sauberem Wasser. Valerie Leisten arbeitet in Nairobi für die Exportinitiative. Deutsche Unternehmen brauchen vor allem Partner vor Ort, damit es menschlich und kulturell passt. Wir organisieren hier Konferenzen und Workshops, wie zum Beispiel die Wasserwochen. Hier diskutieren deutsche Experten mit kenianischen Entscheidern über ihre Hindernisse und auch passende umweltfreundliche Lösungsansätze. Dadurch lernen beide Seiten voneinander. Wir als AHK machen das schon seit mehreren Jahren hier vor Ort und das mit Partnern wie German Water Partnership. Ein dreifacher Erfolg. Für die innovativen Unternehmen, für die Menschen in Kenia und für die Umwelt. Das Bundesumweltministerium unterstützt darum die nachhaltige Initiative. Konsequenter Umwelt- und Klimaschutz sind starke Innovationstreiber und die Chancen auf den globalen Greentech-Märkten sind wirklich riesig, auch für den Mittelstand. Gemeinsam mit den Auslandshandelskammern unterstützen wir durch die Exportinitiative Umwelttechnologie deutsche Betriebe. Werden Sie mit Ihrem Unternehmen Teil der Exportinitiative Umwelttechnologien. Informieren Sie sich über Ihren ersten unternehmerischen Schritt ins Ausland unter exportinitiative-umweltschutz.de.